So, Freunde. Und wir nehmen jetzt gleich eine neue Folge von Tarsis auf. Mit dem Spiel, wo ich momentan sehr viel Spaß habe. Und wir haben ja in letzter Folge haben wir schon eine ganze Runde durchgespielt. Ihr wisst also jetzt, wie es geht und was zu tun ist. Und in der Infobox werde ich euch auch einmal den Steam Key dazu, nicht Steam Key, den Steam Link verlinken, von der Seite, dass ihr das schneller findet. Also ich finde es persönlich ja relativ cool, das Spiel. Es ist halt ein kleines Glücksspiel und ja. Ich bin dafür, ich nehme wieder dieselben. Und hoffe, dass wir das mal länger durchhalten. Genau. Genau, so. Wir haben jetzt hier eine 8, was relativ cool ist. Da schicke ich die Kommandantin rein. Das sollte eigentlich leicht zu regeln sein. Vorne halt eine höhere, was... Einsatz beenden. So, hier haben wir 27. Da können wir jetzt die restlichen Leute reinschicken. Als erstes mal die Technikerin, weil die meisten Würfel hat. Wir verlieren auch kein Leben. Was sehr schön ist. Naja, so. Natürlich überhaupt nichts. Sind noch 12. Einsatz beenden. Wir haben jetzt noch 2 mit 2. Versuchen wir einfach jetzt. Was wird, das wird. Das würde ich mal so behaupten. 9. Bin ich jetzt so, dass ich sage, okay, für die noch eine Gesundheit und den Satz ziehen wir oben rein. Weil dann können wir mit ihm jetzt hier reingehen. Und die 8 auslösen. Hoffe ich. Ja. Sehr schön. Erste Runde erfolgreich beendet. Kein verloren. Unser Schiff hat keinen Schaden gekriegt. Aber das andere kommt. So. Jetzt dürfen wir uns wieder entscheiden. Nee, wir nehmen das. Jetzt haben wir 2. Der Arzt kriegt einen und der Mechaniker. Sie hat mir viel zu wenig Leben, um da einen Würfel reinzustecken. Ist zwar blöd, weil die Kommandantin echt hilfreich sein kann. Für wenig. Aber, ja. Wart Mut, dat Mut. Ich schicke erst den Mechaniker hier unten rein. Der hat die meiste Lebensenergie. Wir bei der 1 und der 3. Ne, 1 und 3 gibt es halt sehr, sehr, sehr viel Schaden. Versuche ich es jetzt nochmal und riskiere ihn draufgehen zu lassen. Oder löse ich gleich komplett aus? Ich würfel nochmal. Vielleicht habe ich ja die Chance. Perfekt. Das mit den auslösen und dem Schiff einen Reparaturpunkt zu geben. Was ich natürlich jetzt getan habe. So, jetzt ist natürlich hier hinten die 12 noch. Da könnte ich die Technikerin reinschicken. Dann versuchen wir es, wenn sie 3 Sechsen würfelt, wäre es natürlich ideal. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt versuchen wir mit ihr noch was anderes zu würfeln. Natürlich eine 4. Dann packen wir die hier hinten rein. Und wieso ist jetzt, steht jetzt hier nichts mehr? Okay. Haben wir das schon ausgelöst? Gut, dann würfeln wir jetzt und hoffen, dass wir eine 4 kriegen. Weil dann kriegen wir noch Reparaturpunkte. Nein, wir kriegen eine 6. Dann packen wir die hier unten rein. Und jetzt bin ich am Überlegen.
Ich gehe mit ihm in eine Nahrung rein. Besser ist besser. Nahrung holen, weil wir hätten jetzt in dieser Runde nichts. Nada, niente. Und so haben wir zumindest eine Nahrung. Können wir da reinpacken und den da reinpacken. Dann haben wir zwei Nahrungen, das sehr gut ist. Wirklich sehr gut. Und sehr hilfreich. Dann können wir die beiden aufleveln. But the others have proven me wrong. I'm proud of how the crew has come together. I think we might actually have a chance. Ja, sagt das nicht zu früh. Wir könnten ein Leben opfern. Und war es wahrscheinlich doch der Würfel. So. Wer ist wichtiger? Der Mechaniker ist wichtiger. Ein schwerwiegendes Ding, was richtig heftig ist. Und zwei halbe Luschen, sozusagen. Dann schicke ich sie da rein. Hoffe, dass sie zwei Sechsen würfelt. Und nicht so ein Blödsinn. Wir versuchen es einfach nochmal. Naja. So natürlich überhaupt nicht. Der Arzt würfeln. Ja. So kann das nichts werden. Also. Bei aller Liebe. Klasse. Das ist so bitter, weil da zwei Einsen sind. Das ist nicht wahr. Ey, so ein Cheat. Oh Mann. Natürlich schon geil. Oh, nee, komm schon. Oh, ja. Klasse. Ja. Lost more than half our supplies with the module. If we don't find some creative solutions, we'll starve before we ever reach Mars. So einen Fluch. Muss ich nehmen. Ja, jetzt haben wir den Kannibalismus wieder. Ich heb's mir ehrlich gesagt noch auf, weil es wird noch echt knifflig werden. Na super. Wie ist's? Jetzt bitte. Noch eine 2. Wir verlassen, was bleibt mir anderes übrig? Jetzt haben wir natürlich 3 Würfel erst hier unten. Ich muss ihn hier reinschicken.
4 Würfel, eine 19 und keine 3 Würfeln. Na klar. Ah, shit. Die wollte ich doch da reinpacken. Wir würfeln einfach nochmal. Oh. Ey, das läuft gar nicht rund hier. Echt wirklich gar nicht so. Jetzt drückt mir einfach die Daumen, dass ich eine 5 würfle. Wurde geblockt, jetzt kann ich das einsetzen, kriegt nichts. Kann ihm ein Gesundheit geben. Würfel nochmal. Klappt nicht, dann packe ich die 2 und die 3 nämlich jetzt hier unten rein. Jetzt kriegt es nur einen Schaden und die beiden alle verlieren ein Leben. Ist zwar hart, aber ich hoffe, ich kann es regenerieren in der nächsten Runde. Also, dass da nicht die beiden jetzt wegstellen, weil dann habe ich wieder verloren. Mal sehen, wie viel Glück oder wie viel Pech ich auch habe. Ja, plus ein Gesundheit für die Besatzung. So, jetzt muss ich hier definitiv auffüllen. Die haben beide wieder 2 Leben. So, jetzt sind wir genatzt. Minus ein Gesundheit kann ich im Endeffekt noch wieder... kompensieren. Die Mechaniker muss jetzt erstmal... Drückt mir die Daumen. Keine 1. Komm, noch 2 Vieren bitte. Oder so. Perfekt. Den haben wir schon mal. Einsatz beenden. Jetzt mache ich mit dem Mechaniker die 16. Keine 3. Ich brauche einfach nur keine 3. Perfekt. Insofern, dass ich die alle mal hier unten reinziehe und sie halte und wir hier da mal würfeln. 10, 16, perfekt. 6. Die 5 bei Schiff rein und die 2 hier unten rein. Glück gehabt. So, jetzt kann ich überlegen. Jetzt werde ich ihn hier oben einsetzen. Weil nach unten würde er einen Schaden kriegen und das will ich nicht riskieren. Perfekt. Und 1. Ich würfel sie einfach nochmal. Natürlich wäre es jetzt cool. Einsatz beenden, Modul verlassen. Können wir halt nichts mehr mitmachen mit dem Einwurf. Jetzt kriegen wir nur einen Schaden. Mal gucken, was jetzt in der nächsten Runde kommt. So, 20% für die ganze Besatzung, minus ein Schiff, 2 Gesundheit für mich, 2 Schiff, 1 Nahrung, 2 Besatzung. Garantiert nicht. Das da. Kann ich so lassen. Jetzt ist nur noch sie mit so wenig Leben. Ah. 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 Okay. Verdammt. Ich muss sie jetzt das hier lösen lassen und bitten. Keine 4 und keine 5. Fluch. Ah. Einsatz beenden. Wir haben es nicht geschafft. Wir werden jetzt draufgehen. Da kann ich noch so viel versuchen.
Das wird nicht funktionieren. Doch, ich könnte eine Sache probieren, aber es wird mir nicht viel bringen. Es sind 8. Ich muss noch eine 5 erfüllen. Damit haben wir verloren, weil ich auch das nicht auslösen konnte. Ich will nur noch ein Leben für Schiff haben. Und damit ist es jetzt egal, was ich auslöse. Ich muss es ja tun. Ich kann das Spiel nicht einfach so beenden. Also ich wüsste nicht, glaube ich, zwar kann ich es quitten und alles, aber... Man hat da halt nicht immer Glück. Es ist echt schwierig, da das zu schaffen. Schiff zerstört und zerstört. Und damit haben wir es wieder nicht geschafft. Ja, und ich würde sagen, damit sind wir auch mit dieser Folge am Ende. Also es kommt immer drauf an, ich denke mal so definitiv bis zum Ende und dann gucke ich nach Zeit, was wir haben. Und ich denke, das ist jetzt nach dieser Runde gut. Wir sehen uns also in der nächsten Folge wieder. Hier haben wir wieder die Übersicht, die natürlich beschissener aussieht als beim letzten Mal. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet einfach in der nächsten Folge Tarsis wieder ein, wenn wir es wieder versuchen, in 10 Wochen zum Mars zu kommen. Und ich hoffe, es gefällt euch das Spiel und vielleicht hat sich der ein oder andere es ja sich mittlerweile auch schon gekauft. Also meine lieben Leute, haut rein und dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut!